Bodenständig ist er geblieben und beliebt, besonders in seiner Heimatstadt. Das ist sogar statistisch belegt. Die Koblenzer Rheinzeitung machte vor einigen Jahren einmal eine interessante Umfrage. 55 wurden nominiert, insgesamt lebende und verstorbene Persönlichkeiten, die in der Stadt Koblenz geboren wurden oder die noch hier leben. Thomas Anders ist mit von der Partie gewesen und ist unter diesen 55 auf Platz 12 gelandet. Aber immerhin vor solchen Persönlichkeiten wie Valéry Giscard d'Estaing oder Rudi Gutendorf oder Jürgen von Manger. Ich denke, ein tolles Ergebnis für einen Koblenzer Künstler, der nach wie vor hier in Koblenz sehr, sehr populär ist. Davon profitierte auch die Koblenzer Liebfrauenkirche, als es um ein Benefizkonzert zugunsten der Renovierung ging. Ja, den Thomas Anders musste ich nicht besonders lange überreden. Der war schnell bereit, aber es war gar nicht so einfach, andere zu überreden, dass ein Popstar hier in der Kirche singen darf. Das war nicht so einfach. Und wie kam der halbe Modern Talking bei der Gemeinde an? Gut, ich werde heute noch gefragt, wann macht ihr das denn nochmal? Das war in der Weihnachtszeit 1998. Und jetzt neulich noch, da habe ich nur Wäsche weggebracht, da sagt die Frau in der Wäscherei, wann macht ihr denn sowas nochmal? The world is wrapped in joy and wonder, in silent mystery. Weißt du noch, da war so eine starke Nachfrage, dass wir hier zu dem Konzert, das Benefizkonzert, dass wir nachmittags gesagt haben, wir müssen die Generalprobe öffnen. Und da war die Kirche auch schon einmal ganz voll bei der Generalprobe, ehe es dann später uraufgeführt wurde. Ein Star, ein Paar ohne Allüren, ohne Schlagzeilen in der Klatschpresse. Eine Yacht als Statussymbol braucht der Plattenmillionär nicht. Das kleine Taxiboot im Hafen von Ibiza tut's auch. Auf den Hut, nicht auf der Hut. Thomas und Claudia können sehr gut damit leben, dass sie nicht zu den bevorzugten Opfern von Paparazzi gehören und ungestört durch die Stadt schlendern können. Ja? Mhm. Dir auch? Hier steht meine Hütte. Nee, ist ein bisschen klein. Ja. Ist ein bisschen klein. Aber der ist schön, ne? Mhm. Der ist wirklich süß. Der ist schön. Ah ja. In seinem Lieblingsfrühstückscafé erfahren wir, dass auch der ansonsten so umgängliche Thomas mindestens eine Marotte hat. Bon Appetit. Ist nämlich Tomate drauf und ich habe ohne Tomate bestellt. Also bitte ein Thunfisch-Sandwich ohne Tomaten. Solche Art gestärkt geht's ans musikalische Rezept. Zeitgeist ist immer wichtig und man muss auch immer darauf achten, was gibt es Neues. Man darf aber seine Richtung nicht verlieren. Und man, ich für mich gehe immer hin und sage, ich schaue mir an, was es an neuen Trends gibt und was kann ich davon für mich im Grunde verwerten. Ich wollte jetzt meine rote Linie nicht verlassen, aber man kann sich ja inspirieren lassen. Und was ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was ist authentisch für mich? Authentisch? Ein Gentleman, das ist er, menschlich und musikalisch. So mögen ihn seine Fans. Es ist das 20. Konzert in Koblenz, auf das er sich intensiv vorbereitet. Mehr als 1500 Fans aus ganz Europa, teilweise auch aus Übersee, werden auch diesmal wieder die Halle füllen. Ich brauche das auf meine Stimme, moin. Auf dem Monitor auf jeden Fall lauter. Die Fans sind schon ganz heiß auf ihn, an diesem kalten Wintertag. Schatz, ich mache jetzt so kurz. Ja? Claudia leitet sein Büro, ist Ehefrau und rechte Hand. Sie berät ihn, bespricht mit ihm letzte Details vor dem Auftritt.
Und dann gehe ich weiter. So, und dann wollen wir mal reinhören. Und genau. Und dann hat der Arne schon die drei Songs vorliegen. Dann kommen diese Songs und dann ist auf jeden Fall Christoph wieder präsent auf der Bühne, weil er nämlich dann die Geschichte mit dem Kopfhörer machen muss. Ja. Ich würde dich in der Linie ein bisschen zurücknehmen wollen. Aber ich sitze ja dann doof rum. Nee, du sitzt nicht doof rum, weil so lange ist das nicht. Also er macht nur einen kurzen Talk mit denen, weil du hast bis dahin schon sehr viel gesprochen. Das wird sich ergeben. Dann ist es soweit. Ladies and Gentlemen, please welcome the Gentleman of Music, Mr. Thomas Anders. Das ist eigentlich noch der alte Stamm von der Modern Talking Band. Die alten Recken. Und man höre und staune, die können auch anders. Vor allem Thomas. Ever told you lately that I love you? Ever told you there's no one there? Thomas Anders unplugged. Viel fehlt nicht zum Original von Van Morrison. You feel my life with laughter and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine and it's yours and it's mine. Kein Zweifel, Thomas Anders hat sich musikalisch weiterentwickelt, ohne seine Vergangenheit zu verleugnen. Modern Talking gehört zu meinem Leben, hat mich geprägt und hat mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Das war der Anfang von dieser traumhaften Karriere. Nur trotzdem wage ich mich jetzt einfach, dass ich die großen Hits auch von Modern Talking etwas anders interpretiere. Und ich merke, dass die Menschen das sehr dankbar aufnehmen, weil irgendwie diese ursprünglichen Versionen hat man ja nun tausende Male schon gehört. Ob es nun im Radio läuft, ob man die CD zu Hause hat oder ob man es im Fernsehen gesehen hat. Aber plötzlich, und das höre ich ganz, ganz oft, dass dann Zuschauer zu mir kommen und sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass man aus dem Song sowas machen kann. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Eine Variation zum Thema You're my heart, you're my soul. You're my soul. I'll be holding you forever. Es war der erste Mega-Hit von Modern Talking, der in den Charts einschlug wie eine Bombe. Es gibt keinen Grund, diesen Hit nicht weiterleben zu lassen. Er bildete den Auftakt zu einem bis heute einmaligen Welterfolg Made in Germany. Der kleine Bernd, der vor über einem Vierteljahrhundert in der Jugendpostille Bravo erste Erwähnung fand, hat Popgeschichte geschrieben. Zurück nach Ibiza. Der Rest der Familie im Ferienhaus braucht Lebensmittel. Deshalb kommt er heute an den ungeliebten roten Früchten nicht vorbei. Da haben wir also den Tomatensalat. Die mag das? Ja. Guck mal, die sieht toll aus. Der muss gucken, welche schnittfest sind, das weiß ich. Die sind. Aber die sind so schön dick hier. Ja, aber die brauchen ja auch Aroma. Worin unterscheiden sich jetzt die von denen? Die sind kleiner und ich finde, die sehen leckerer aus. Also für einen Tomatenhasser kennt er sich ja doch recht gut aus. So, und Zitrönchen, ich hole mal eine Tüte. Una bolsa. Hola, su nombre. Nacieron cuatro, arriba, el árbol. Cuatro más. Cuatro. Tenéis cinco. Dos. En todo.
Ja, außer dieser Katze und hinten dem Hund, den wir im Hintergrund hören, gibt es hier tatsächlich noch 700 Menschen, die in der Dalt Villa leben. Die Dalt Villa ist der Bezirk, oder Dalt Villa, wie es im Spanischen heißt, ist der Bezirk innerhalb der alten Stadtmauer. Und in gesamt Ibiza leben ca. 40.000 Menschen, insgesamt 120.000 permanent auf der Insel. Auch das ist neu in 2009 für Thomas Anders. Mit Sandra hat er sich im Duett in die Charts gesungen. Sandra lebt ständig auf Ibiza. Wir kennen uns zwar ewig, aber es passte irgendwie nie zum richtigen Zeitpunkt. Und da kam sie ja nun auf diese Idee und sagte hier, auch in dem gleichen Strandlokal, und sagte, wir haben noch nie zusammen gesungen, warum machen wir es nicht? Und es hat einfach gepasst. Hat sich einfach so ergeben. Und das ist einfach gut. Vielleicht ein neues Dream Team? Hitparaden stürmen, das können beide. Sandra und Thomas Anders. Übrigens steht hier wirklich ein millionenschweres Team, man muss das mal sagen. Beide zusammen haben 170 Millionen verkaufte Tonträger weltweit zu verzeichnen. Menge Holz. Und darauf sagen wir ein Salut Amore. Salut. Freunde und die Familie heben ebenfalls die Gläser. Claudia, die Schwiegereltern. Während Sohn Alexander schon tief und fest schläft und vermutlich von einem Flug im Düsenjet träumt, zu wilden Tieren. Realist Thomas weiß dagegen, wann die Träumerei ein Ende hat. Das sind natürlich Familie und Freunde. Da sollte man auch drauf hören. Die natürlich alles ein bisschen durch das rosarote Auge sehen. Und ich hoffe, irgendwann, wenn ich dann mit einem herausfallenden Gebiss und irgendwie mit einem Krückstock noch auf die Bühne will, dass irgendjemand ist und sagt, und da gehst du mir nicht hin. Aber so weit ist es ja noch lange nicht. Deshalb wenden wir uns wieder netten Dingen zu. Ich schaue schon mal, ob ich einen Tisch bekomme, ja? Ja, gerne. Ja, wer wirklich mal genug vom Strandleben hat oder vom Fischessen, der trifft sich gerne hier in Santa Gertrudis in der Bar Costa. Die Bar Costa ist schon über 50 Jahre hier an Ort und hat etwas ganz Besonderes. Es hängen nämlich, das sehen wir gleich, 180 Schinken an der Decke. Wir gucken uns das mal an. Hast du denn schon was bestellt? Ich habe uns jetzt die Empanada bestellt und einen schönen Pater Negra und ein bisschen Käse für mich. Gut, gute Einteilung. So gestärkt kommt er sicher gut durch Herbst und Winter, durch Fernsehshows, Aufnahmestudios und Konzertsäle. Thomas Anders ist mit sich im Reinen, beruflich wie privat. Und das liegt nicht nur an Ibiza. Thomas Anders hat sein ganz persönliches Glück gefunden.